Willkommen zurück zu Pokémon Y. Wir haben die Top 4 besiegt. Das Tor zum Champ steht offen. Wir sind bereit. Lichtsaal. Wir werden den mächtigsten Trainer aller Zeiten herausfordern, um selbst ein noch besserer zu werden. Die Drachentrainerin haben wir einfacher besiegt als erwartet. Gegen Stahl haben wir uns schwer getan und das... Wow. Die Vorhänge. Cool gemacht. Ach komm, die Schauspielerin. Willkommen, ich bin Dianta, der Champ der Kanus-Region. Warte mal, dich kenne ich doch. Wir sind uns in Illumina und Tempera bereits begegnet, nicht wahr? Du und dein Pokémon-Team, ihr habt Team Flair das Handwerk gelegt, wenn ich mich nicht irre. Dann bist du sicher auch der junge Trainer, von dem Professor Blattern so schwärmt. Vielen Dank, du und dein Team, ihr habt uns alle gerettet. Ihr müsst wirklich sehr talentiert sein. Ich freue mich schon sehr darauf, euch im Kampf glänzen zu sehen. Du trainierst doch Pokémon? Sie ist der Champ. Genießen wir die Champ-Musik. Naja, ist ja klar, dass nichts an Cynthia Champ Battle Musik rankommt. Aber diese Champ Musik finde ich jetzt nicht so gelungen. Okay, Reslerado, sie hat 6 Pokémon. Du bist Typ Kampf. Und ein ganz schöner Brocken. Das war allerdings Fail von dir. Mal sehen, wie sehr ich failen werde. Nimm das! Two-Hit-Kill. Okay, bislang hast du nicht mehr drauf, außer Zahnbelag. Es braucht erst dein erstes Pokémon. Was haltet ihr davon, dass Dianta, die Schauspielerin, der Champ ist? Viscogon, was ist das für... Ach so. Schönes Ding. Schönes Ding. Los, Dunkelklaue. Ebenfalls 2 Treffer, aber Feuersturm, sehr effektiv gegen Stahl. Na toll. Das hätte sich erledigt. Na warte. Psiaugon. Du wirst schon einiges ausrichten können. Psychokinese, los. Wenn das nicht reicht, fress ich eine ganze Besenkammer. Jetzt hat sie nur noch 4. Pumpgin. Okay. Das müsste Geist Feuer sein. Warum setze ich Psychokinese ein, wenn ich glaube, dass es Geist ist? Naja, gut. Was machst du? Ich wechsle zu Quaiutsu. Seine Wasserattacken. Dieses Pokémon dann nichts mehr zu lachen. Außerdem Unlicht nicht effektiv. Ah! Los, Surfer muss reichen. Locker. Was? Okay, ich habe das Pokémon völlig falsch eingeschätzt. Trotzdem konnte ich es besiegen. Hälfte geschafft. Dieser Floor lernt dazu. Amagaga. Eisdrache. Eisdrache. Lass mich überlegen. Soll Fiaro es probieren? Amagaga, ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Das ist die Weiterentwicklung von dem einen Fossil-Pokémon. Dankeschön. Definitiv Typ Eis. Dann Feuersturm. Wehrt die Attacke ab. Das ist natürlich ärgerlich. Für Spezialattacken Lichtschild. Das ist natürlich noch ärgerlicher. Wehrt die Attacke wieder. Was ist los? Ah, jetzt setzt du Elektromist ein. Komm, jetzt treff doch mal mit Feuersturm. Bitte. Was? Gut, opfere dich. Sturzflug.
Das war keine gute Entscheidung. Überhaupt war diese Entscheidung mit Fiaro nicht das Gelbe vom Ei. Ich dachte, es wäre ein Eisdrache-Pokémon. Und Xiaogon wird ihm den Rest geben können. Rein theoretisch! Bin schon sehr gespannt. Los, nimm das! Oh Mann. Oh Mann! Mich ärgert, dass es kein Tool-Kill wird. Ach, der Lichtschild ist weg! Dann Psychokinese. Dann haut sie ihn um. Weil der Lichtschild weg ist. Oh, Gott sei Dank! Ich hab schon gedacht, ey. Monagoras! Quajutsu. Weil Monagoras ist ja bekanntlich Drachegestein. Müsste gegen Eis. Vierfache. Warte mal. Aber Eisstrahl ist nicht annähernd so stark wie Hydropumpe, was auch noch Step ist und mit Zauberwasser. Also komm, Hydropumpe, los, bitte! Wehrt die Attacke ab. Kopfstoß, verdammt stark, wir wissen es. Aber Quajutsu überlebt. Es ist unfassbar. Spannung, Hydropumpe, los! Jawohl! Reicht. Haha! Okay. Wie viel hat sie noch? Hat sie nur noch eins? Jetzt willst du Steinhagel lernen, hör auf damit! Gardevoir? Psycho-Fee. Es ist ihr letztes Pokémon. Psycho-Fee. Nein! Mega-Entwicklung. Das macht die Sache nicht einfacher. Ja. Lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Wir haben noch vier Pokémon. Okay, du willst eine Mega-Entwicklung? Kriegst du eine Mega-Entwicklung? Ich weiß, dass er Psycho ist. Das Bisa. Unterlegen ist, aber... Ich hätte da etwas. Geheimwaffe. Erstmal Mega-Entwicklung. Dann mal sehen, ob es funktioniert. Psychokinese, bitte überlebst. Du bist ein harter Brocken. Atem nehmen. Nein! Wer hat Schlafpuder? Bist du des Wahnsinns? Okay, 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 okay. Warte, 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 warte. Alles wird gut, alles wird gut. Psiaugon, Psiaugon, Psiaugon. Monagoras und Psiaugon. Psiaugon kann von Psycho-Attacken nicht sofort in die Pfanne gehauen werden. Na gut. Psychokinese. Dann ein Blitz. Okay, wir benutzen einen Top-Leber. Vier Stück haben wir davon. Wir überleben wieder. Quajutsu. Wegen seines Typs Unlicht. Mann, 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 Mann. Trotzdem Monagoras jetzt erstmal. Du greifst an mit allem, was du hast, okay? Du bist ein großer Junge. Los, Drachenklaue! Okay, mein Gott. Uiuiuiui. Quajutsu, unser letztes Pokémon, aber ich nochmal mit einem Doppelleber. Werde diesmal. Lass mal überlegen. Psiaugon ist unterlegen. Misaflor ist unterlegen. Monagoras ist unterlegen. Durengard. Das ist alles andere als easy hier. Quajutsu ist unterlegen. Ach du Schande! Gegen dieses Mega-Gardevoir. Oh, fuck. Versau mir nicht alles. Wir sind live ein Part. Bleibt nur noch Fiaro. Alle anderen kann es sofort bashen.
Es kann alles sofort bellen. Okay, Duchen gar nicht. Dankeschön. Letzter Top-Beleber. Danach haben wir keinen mehr. Bisaflora. Die Augen, Quajutsu, Monagoras. Ey, die sind alle hoffnungslos verloren. Es ist nicht zu glauben. Was hier los ist mal wieder. Komm, 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 überleg. Ich bin sehr stolz auf dich. 2 KP übrig hier bei unserem... Es ist ein schönes Pokémon geworden, definitiv. Lasst uns mal eine Taktik finden. Der greift doch zuerst an, ne? In jedem Falle. Das ist nicht so cool. Kampf, Kampf, Geist. Wo ist mit Dunkelklaue? Greifst du überhaupt an? Oh, fuck, 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 fuck. Fiaro. Wird ausgerechnet Fiaro zum Held? Was von Gardevoir soll ihm wehtun? Setz Fliegen ein. Ich will sehen, wie viel jetzt das bringt. Da kommt Donnerblitz! Da kommt Donnerblitz! Wir haben ein so wahnsinnig abwechslungsreiches Team. Und das Vieh weiß auf alles eine Antwort. Nochmal fliegen. Top-Genesung, 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 Top-Genesung! Psiaugon, aber Psiaugon stirbt so viel. Warte, warte, warte. Oh. Ich habe eine Taktik. Wir müssen Fiaro vollständig heilen, damit er ihm den Gnadenstoß geben kann. Lebe also für Durengard. Weil ich glaube, dass Durengard eine Runde überleben könnte. Oh, und Psiaugon auch natürlich. Ich hatte nie Zweifel daran. Also, Beleber für Fiaro. So wird es funktionieren. Im jetzigen Zustand bekommt Mega Gardevoir auch keine Top-Genesung. Es ist halt ein Kampf im typischen LPM-Style. Irgendwie geht's dann doch. Aber im Endeffekt... geschafft. Top-Genesung also für Fiaro. Unglaublich. Fiaro, wir haben Fiaro immer hinterher geschleppt. Fiaro hat so viel, man muss es sagen, versagt. Ja? Fiaro, wir überleben dann sicherheitshalber doch noch irgendjemanden, nämlich Psiaugon. Fiaro in den ganzen Luftkämpfen, in den Himmelskämpfen. Sowas von unterlegen. Und jetzt? Jetzt wird Fiaro das letzte Pokémon, das Mega-Pokémon des Champs besiegen. Mit einem spektakulären Sturzflug. Nimm das! Mega Gardevoir ist besiegt. Beim Anblick von Menschen und Pokémon solch edlen Gemüts lacht mein Herz. Wir haben es geschafft. Ich bin so gerührt, dass ich kann meine Gefühle gerade kaum in Worte fassen. Ich bin ja so froh, dass ich es bis zum Champ geschafft habe und diesen Kampf erleben durfte. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid einfach grandios! Jetzt verstehe ich nicht, wieso Blattern sich in Illumina City so ein Zeug legt, um dir, dem neuen Champ, eine Freude zu bereiten. Aber darf ich dich jetzt erstmal bitten, mir kurz zu folgen, Markus? In dein Schlafzimmer, das ist doch zu viel der Ehre. Na, dann gehen wir halt, ne? Wow, Freunde. Im Endeffekt bin ich stolz auf unser Pokémon-Team. Aber Respekt. Wir haben ein so unterschiedliches, weit gestreutes Pokémon-Team, so viele Typen und ihr Mega Gardevoir hat auf alles eine Antwort gehabt. Auf alles!
Auf jedes meiner Pokémon. Vielleicht habe ich einfach meine Pokémon schlecht gewählt. Aber das war schon krass. Dieser feierliche Ort wird die Ruhmeshalle genannt. Hier werden die Namen all jener Pokémon und Trainer verewigt, die ihr Können in der Pokémon-Liga unter Beweis gestellt haben. Das bin ich. Ich gehe jetzt mal hin, like a boss. Markus, deine Zuneigung zu deinem Pokémon-Team und die Art und Weise, mit der dieses Team im Kampf alles für dich gegeben hat, werden von dieser Maschine für die Nachwelt festgehalten. Ein Superball. Wer war denn der Superball, sag mal? Unser Team. Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle. Danke, Duchengard! Bisaflor! Psyogon! Quaiutsu! Monagoras! Und natürlich Fiaro! Schaut es euch an. Ein Bild für die Götter. Also für mich. Da sieht Monagoras so klein aus. Den Augenblick müssen wir kurz genießen, weil er so episch inszeniert wurde, wie unsere 6 Teammitglieder um uns herum stehen. Die uns über Wochen, Monate begleitet haben. Durch schwierige Situationen. Ja, ich habe Seite an Seite mit ihnen gekämpft. Mit jedem einzelnen von diesen 6. Große Abenteuer erlebt. Rückschläge, ja, die gab es immer. Doch, wir sind dadurch nur stärker geworden. Und stehen jetzt an der Spitze. Einige Tage später strömten die Leute in Scharen nach Illumina City, um die Retter der Kalos-Region und den neuen Champ zu feiern. Es ist überwältigend, wie viele Leute gekommen sind, um euch zu feiern. Hier, das Kalos-Emblem. Das ist deine Belohnung dafür, dass du... Ihr seid einfach die Besten. Im Namen aller Bewohner von Kalos möchte ich euch meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Vielen, vielen Dank. Tritt gegen mich an! Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, ein Trainer zu sein! Das kommt unerwartet. Pokémon-Trainer AZ.